Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht mehr ich, sondern ich bin jemand anders. Ich bin jetzt der Imposter geworden. Ja, so ungefähr. Nachdem ich mich rasiert habe, eine Entscheidung, die sehr bewusst gefallen ist, aber eigentlich auch irgendwo sehr ungewollt an mancher Stelle, würde ich behaupten. Ja, das ist tatsächlich so. Denn ich möchte eigentlich, also ich bin kein Freund von diesem Erscheinungsbild. Aber es ist halt mein natürliches Erscheinungsbild. Mein anders natürliches, so. Die One Hand, das ist quasi die erste Form, ja. Das mit Bart ist die zweite Form, die ist cooler. Ich sehe halt so weniger bedrohlicher aus und mehr freundlicher. Glaube ich, aber glaube ich echt nicht. Aber naja, wie gesagt, ich mag dieses Bild eigentlich nicht. Oh hey, da ist der Typ im Stuhl. Das ist Virgil. Are you Virgil? The dark stirs. I see it. The dark is sparked within you. Ja. My name is Felgen. Oh, und doch nicht Virgil. I will trade with you what you need. Oh. Nicht. Virtuality Reality. Oh, Chaos Ding. Nice. Auf 13 Glaube. Ha, der hat Feuer, okay. Erzdrakenstab. Magie. Heilige Glocke. Erzdrakenglocke. Chaos Schild. Wie konnte ich hier nochmal das durchwählen? Ah, so. Ist eine Weile her, dass ich es wieder gespielt habe. Hebt Tod auf, zerbricht sie doch. Ah, okay. Der hat den Lebenssicherung. Dunkles Harz. Vorübergehend Finsternis. Was hat denn der? Finstere Kugel. Finstere Waffe. Nice. Nachklingende Seele. Was macht denn das? Der verzerrt die Macht des Lebens. Sozusagen finstere Masse auf Kosten von Seelen. Kann auch ohne Seelen genutzt werden. Werden allerdings deutlich schwächer. Beschleuniger, heilige Glocke. Stab. Waffe Finsternisschaden hinzu. Oh, nice. Den Pfad der Finsternis wählen. Werden von allen Zauberern gerügt. Doch das hindert die Neugierigen nicht daran, den Bann dieser Verlockung zu erliegen. Ja, okay. Kaufe ich mit dir und ich kaufe mir die finstere Kugel noch. Weil das dieser eine andere Zauber ist, den ich habe. Da kann ich auch die Seelenpfeile vielleicht rausholen. Always within you. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ah! Oh. Ich hätte mich nur verfolgt. Ich hätte mich nur verfolgt. Der kommt mir entgegen. Der hat eine Waffe. Häftlingslendentuch. Ich dachte ja schon die ganze Zeit, er weigert sich, hier zu sprinten, aber ich habe ihn wirklich immer auf A gedrückt. Vielleicht hole ich mir den Chaos-Degen. Der hat Feuer drauf. Müsste meine Feuerwaffe eh upgraden, weil ich kämpfe hier das danach, später gegen Untote. Und das ist eigentlich effektiver so. Ich wollte ja, ich habe ja gesagt, ich werde erst zugreifen, wenn ich weiter bin. Wir sind jetzt weiter. Also jetzt könnte ich es eigentlich brauchen. Also ich könnte es die ganze Zeit schon brauchen, aber jetzt habe ich auch ein anderes Schwert, das halt genauso gut ist und ich bin davon halt nicht mehr abhängig. Ihr versteht, wie ich das meine, oder? Ich bin quasi nicht mehr darauf angewiesen, weil es nicht die einzigste gute Waffe in meinem Repertoire wäre. Hey, die haben, glaube ich, mal Finsternis drauf, oder? Es gab so Dudes, die haben irgendwie Finsternis. Ah nein, das sind die Giftpfeile, die machen ein bisschen mehr Damage. Au. Einfach meine Stance gebrochen.
muss aufpassen, dass ich nicht auf B drücke, um dann den hier zu machen. So, und dann falle ich da runter. Oh. Fühle mich hier gerade, als wäre ich in dem War of the Spark Buch. Wenn ich jeden zweiten Abschnitt lese, dass irgendein Planeswalker kurz davor ist, gegrabt zu werden und dann doch nicht. Und dann seinen Gegner tötet. So, ja. Damit ihr für den Kontext, als ich von der Gamescom zurückgefahren bin, also hin und zurück, habe ich das War of the Spark Buch zum Teil gelesen. Also, ich habe schon zur Hälfte durchgehabt. Und ich habe jetzt fast das ganze Buch durchgelesen. Also, ich habe knapp die andere Hälfte des Buchs gelesen. Ich hatte bloß die letzten 20 Minuten mehr keinen Bock mehr zu lesen. Und dann habe ich es gelassen. Ich weiß nicht, komm, dann lese ich es daheim weiter. Vielleicht lese ich es nachher noch fertig. Ich habe von, ich glaube, den 390 Seiten, die das sind, habe ich nur noch 25 übrig oder so. Hey du. Schau mal, was ich da. Oh. Schau mal, ich hab da ein Fernglas. Oh. Oh. Memo. Oh. Oh. Oh, das habe ich nicht zugeschlagen. Nice, ich habe Peitschengeil runtergeschmissen. Ich nenne ihn so, weil er eine Peitsche hat. Ist das nicht offensichtlich? Ja, wäre kein... Oh, ja. Ich würde gerade sagen, es ist ein harter, wäre ein härterer Sturz. Und am Ende steht einfach Peitschengeil vor der Tür. Au. Der klappt mich. Probier's mal in einem Club. Ah, das ist Peitschengeil. Wieder. Clubman. Damit meine ich nicht das hässliche Auto. Ja. Der Clubman ist ein. Der Mini-Clubman ist ein hässliches Auto. Ich finde das nicht schön. Dann würde ich es mir auch nie kaufen. Für die Auto-Enthusiasten unter euch. Ich habe hier irgendwo in Erinnerung. Warum ist sie die. What the heck? Was war das gerade eben? Am I a joke to you? Am I a joke to you? Nice. Gerade voll unnötig, da ich runtergesprungen. Ist da eine Leiter nach oben? Es gibt keine Leiter nach da oben. Damn, boy. Gibt's da drüben nicht irgendwo gleich ein Bonfire oder irgendwie sowas? Okay, der ist ja ganz wild gerade runtergefallen. Irgendwo hat jemand seinen Bogen aufgezogen. Ja, es gibt ja ein Bonfire, aber es ist anscheinend,
weiter drüben, da muss ich erstmal hier doch so ein paar an so ein paar Sachen vorbei. Boah, ich darf da nicht so weit reinlaufen. Also jetzt noch nicht. Oh Gott. Nice! Nice! Gott. Die Folge fängt schon wieder gut an. Wir sind zwar schon bald bei der Mitte der Folge, aber sie fängt trotzdem gut an. Oh, stimmt, ja. Das ist ja der eine Guy. Muss ich aufpassen, dass ich wegen dem Fokus nicht runterfall. Ciao. Vielleicht liegen ja dem seine Items nach der nächsten Rast da rum. Eine Fackel. Boah, wer hätte das gedacht? Der fackelt bestimmt nicht lang. Nice Wurfmesser. Ah, da ist ja das Bonfire. Ah, Leute. Leute. Ich hab gar nichts gesagt, okay? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ach, da kann ich auch noch einen Shortcut nehmen. Hey, ich kann das andere Bonfire von hier sehen. Da hinten, hinter dem Baum. Ist es eigentlich wirklich da? Quasi. Da hinten läuft es. Kommt da gleich irgendwo der Typ runtergesprungen, oder? Kommt der da nicht runtergesprungen? Ach nein, ich habe ja gar nicht gerastet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach stimmt, jetzt muss ich ja am... In Majula machen. In Majula. Well, well. Jetzt ist deine Typ wieder da. Wenn ich meine Seelen habe. Ich sollte mal wieder eigentlich einen Abstecher zu dem Dude machen. Zu dem Magie-Boy. Do the Reno. Ihr wisst, wen ich meine. Muss ja aufpassen, hier sind immer diese hässlichen Schmetterlinge, die ihren Giftscheiß darunter schmeißen. Bam! Au. Hab mich nicht getroffen, aber trotzdem au.
Aha. Giftiges Moos. Nice. Hier gab es aber hier auch irgendwo einen edlen Knochenstaub. Morgenstern, seelange Soldaten. Lebensstein. Why not? Ah, down the Tugino, that's pain. Allein schon wegen dem Typen da drüben, den muss ich ausschalten. Der ist auch so ein... Ich drehe mich mal um 360 Grad um meine eigene Achse. Nice. Aromaschlick. Achso, das passiert, das eine von gerade eben. Aber ich kann da außen rumlaufen. Ich weiß noch, bei irgendeinem Ding werde ich invasiert. Das finde ich auch gar nicht geil. Weiß nicht, ob es das da drüben war. Ach, wer wartet denn da? Hey! Wusste ich doch, dass es der war. Ach, das sind sogar die ganzen... Kommt dann gleich die ganze Truppe. Oh oh. Die da oben standen. Ich dachte, die warten eigentlich darauf, dass ich dann rauskomme, dass ich da um die Ecke laufe bei der Brücke. Und mich dann anzugreifen. Und nicht wegen dem... Weil ich hier die... das Ding aufmache. Irgendwo war hier noch so ein Schmetterling. Ich habe den doch vorhin gesehen. Könnte aber auch der eine gewesen sein. Übrigens, wenn ich mal, sollte ich mal wieder ein bisschen stiller werden, sind immer die Momente, wenn ich dann wieder anfange nachzudenken über irgendwelche Sachen. Gerade eben habe ich über Anisa Duck nachgedacht, weil ich habe vorhin ihre Insta-Stories angeguckt und da hatte ich so ein paar Fragen beantwortet, die ich mir durchgelesen habe. Und mir, manchmal schießt mir das einfach so random in den Kopf. Ich weiß nicht warum. Der Verlassene. Unser Good Boy-Freund. Oh. Nice. Der kann das blocken. Stirb. Ich mag den Typ gar nicht. Gibt aber eine Menge Seelen. Wo bin ich denn jetzt genau? Ach, ich bin hier. Menschenbild. Lebensstein, giftiges Moos. Lebensstein, oh Lebensstein. Soll ich was Fieses machen? Puh, war knapp. Aber ist richtig knapp. Bye! Oh, das trifft gar nicht. Geht nicht so weit.
Jetzt kommt er runter. Oder? Nee. Was macht denn der? Wo rennt denn der hin? Was tut er denn? Was will er da? Was tut denn ihr? Oh, da oben ist auch noch ein... Ist das nicht so ein Peitschenboy? Ja, ist so ein Peitschenboy, der da oben rumläuft. Also auf Sadom... Auf Sadomaso stehe ich jetzt nicht so. Sorry, aber das will ich jetzt eigentlich nicht, ja? Ich möchte jetzt nicht von Peitschen gewürgt werden. Während ihr mir irgendwelche rituellen dunklen Messer in den in die Brust steckt. Und mir zärtlich Dinge ins Ohr flüstert, die ich nicht hören möchte. So funktioniert das. Das sind diese rituellen Kultmorde, von denen man nie was hört. Ja, würde ich schon sagen, von dem man oft was hört, aber... Na gut, ihr nicht, ich vielleicht. Ich möchte jetzt nicht allzu viel sagen, okay. Bin an sowas nicht beteiligt. Ah! Da ist ja der Dude drin. Der Mate vom Paid. Oh, den habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber der hat mich auch gar nicht getroffen. Schurken kaputt. Wie kam der von da oben? Nö, der stand doch hier schon, oder? Hab. Oh. Habe ich eigentlich nicht mal gesagt. Auf so eine gewisse Menge Seelen. Gehe ich einfach wieder zurück? War das nicht ich, der das gesagt hat? vielleicht? Wäre mal so eine Idee? Ist der Typ da hochgerannt? Oh nein. Oh nein. Ist es nicht auch so eine Peitschenfrau? Wo spawnten die? Oh hey, da oben ist so ein Schmetterling in der Luft. Ich zieh mich mal lieber zurück. Der Weg ist mir hier ein bisschen zu schlecht. Ich zieh mich mal lieber zurück auf die Brücke. Die hat eine Sense. Die Sense! Die Sense! Wieso gibt es hier so viele Finstergeister? Okay, der Verlassene war, glaube ich, mal aber aus Dingens, aus Scholar of the First Sin. Au. War jetzt ein sehr grandioser Kampf. Priesterinnenrock. Nice. Menschenbild. Na, die hat nicht so. Die ist ein bisschen knausrig. Oh Gott. Waren das nicht die, die wieder aufstehen? Nee. Streitkolben Magie, huh, nice. Fällt dich im Auge. Solange deine Augen nicht leuchten, müssen die eigentlich nicht mehr aufstehen. Die hat ein bisschen Restleben.
Oder gezaubert. Oh Gott, das ist ein Magier. Der macht diese hässlichen Zauber. Das würde von diesen Kettenbrecher, nice. Würde von diesem Fluch-Dings kommen. Aber das tut es tatsächlich nicht. Der bleibt liegen. Eigentlich wollte ich hier nicht hingehen. Aber ich glaube, das sage ich schon viel zu oft in den ganzen Folgen, dass ich nicht dahin gehen will, wo ich gerade hingehe. Und ja. Hey, you! Man. Muss halt außen rumlaufen, um da hinzukommen. Ich würde die Fackeln auch gerne anzünden, eigentlich. Wäre so eine Idee wert. Uah. Den Hit nehme ich gerne. Sehr kunstvoll, aber nicht kunstvoll genug. Tja. Ich kann auch noch andere Dinge. Bevor die große Frage kommt, warum ich einfach weiterlaufe und den Typen nicht töte. Da hinten ist halt ein Caster. Und den Caster möchte ich halt nur ungern die ganze Zeit, von dem möchte ich ungern getroffen werden. Da ist der Bossnebel. Denn ihr müsst wissen, ich mag keine Caster als Gegner. Caster sind immer ein bisschen AIDS. Und darum spiele ich auch einen Caster natürlich. Es ist so halb-halb Caster. Verbrennung Titanitscherbe, okay. Verbrennung ist dieses. Der nicht so wirklich nutzvolle. Ah, fuck. Der hat mich gekriegt mit seinem Falkion. Boah, hätte mich töten können. Hätte mich ernsthaft töten können. Oh nice. Titanitscherbe, große Titanitscherbe und Titanitbrocken. Estusflakorscherbe. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren will, darüber zu springen. Zünd mir erstmal eine Fackel an. Ich glaube, ich komme hier tatsächlich lieber nachher rüber. Ja. Wobei, ich habe hier. Habe ich nicht den Seelen-Safe-Ring?
bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich müsste einen haben. Für den Fall der Fälle, dass ich runterfalle, wären meine Seelen halt dann erstmal da. Nehmen Sie mit in meinen Tod. Scheiße, ich hab ihn doch nicht. Muss ich mal gucken. Okay. Menschenbild, Blutungspfeil, Prismastein. Puh. Nice, okay. Oh, nice, T-Pose. Ist auch in T-Pose gestorben. Warum sterben die alle in T-Pose? Hört auf, in T-Pose zu sterben. So wie diese ruhige Scarum-Death-Animation. Wo die sich dann immer, wo die sich so hässlich drehen und dann einfach umfallen. Die es viel zu oft gab. Die gab es echt viel zu oft. Gab es doch noch einen Knochenstaub? Da war doch in einem so ein Ritter drin. So ein königlicher Ritter. Entweder habe ich das gerade gedodged oder. Und da ist auch so eine Druckplatte und wenn ich da wenn er da runter geht, dann geht das auf. Geht es zu, meine ich. Kann aber auch sein, dass er erst später kommt. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise kommt eigentlich erst, kommt nach dem Boss dann schon gleich der Dingens. Die nächste Gegend. Oh, wenn ich da rüber gehe. Da oben rüber gehe. Ja, da ist er, da ist denn doch der Dude. Wie komme ich denn da rein? Über das Loch. Boah, ich gamble hier halt jetzt hart. Ich sollte jetzt nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass mich die Kiste gleich anfällt. Edler Knochenstaub, jetzt habe ich zwei. Giftiges Moos, grüne Blüte. Seelenspeer, nice. Muss meine Intelligenz hochpushen. Ich muss auch andere Dinge hochpushen. Dammit. Fuck, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Rückzug! Rückzug! Gott, der ist schnell! Scheiße, hat Range. Ich will nicht dumm sterben! Fuck. Backstab. Ja. Nice.
wirklich gut. Nein, gerade so. Gerade so lief das gut, okay? Einigen wir uns da drauf. Is that a shard you hear? Yeah. Erstes Flakon verstärkt. Aufsteigen. Aufstieg. 8000. Okay. Ich tu das mal zweimal auf Ding setzen. Nein! No! Wieder aufs Falsche gedrückt. Ah. Stimmt, ich muss ja so drücken. Magic Bonus. Oh, Magieabwehr und Feuerabwehr geht da hoch. Blitz und Finsternis. Ja. 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 Und dann gehen wir jetzt noch in die Niemandswerft. Wo ist die Niemandswerft? In die niemand hingehen will, weil sie so viel Pain ist. Ja. Oh, ich muss den Knochenstopp noch verbrennen. Das muss ich jetzt dann nächste Folge machen. Zum Glück ist hier alles clear. Und hier ist Licht. Also. Außer die da halt. Aber die interessiert ja keiner. Ciao. Bye, have a great time. Habe ich das hier? Ah. Bye, have a great time. Gebt mir eure Seelen. Oh. Der Krillian ist gar nicht mehr hier. From the Deep. Denn er ist ein Dieb. Denn er kommt ja schließlich von da. Das ist das beste Wortspiel. Also ja, ich rede erstmal mit der Pyromantenfrau. Hallo again. Sprechen. Master Carillion and I are from Malfia to the south, a land lush with sorcery and pyromancy. Master Carillion polished his art at one of our renowned magic academies. But he argued that the academies were terrible places to learn magic. This quite angered Master Glocken, my previous teacher. Once Master Carillion spoke excitedly of this land. He made talk of the remnants of some great power and the deep abyss that surrounds it. I tried to ask more, but he didn't seem to hear. Oh, I'll never be good enough, will I? Ach, mach dich doch nicht so fertig. Also bitte. Niemals nicht genug.
wen interessiert sowas schon? Das ist zum Beispiel Trouble Management. Ändern. Sonst drückt hier das Kabel von der vom Controller und mein Headset-Kabel ein wenig runter und das nervt mich. Ich brauche Feuersamen dafür, okay. Was gibt die mir nochmal? Die hat Feuersamen. Ach, die kosten so viel. Be safe. Oh, so you finally decided to join us. Let us ja. Resume our exploration of sorcery. The forces of magic and souls, it is a fitting place to. I suspect that I may even conjure up new spells. Sorcery is yet a mystery, even to me. Use scrolls, but the power of Contrade. Never forget, young. Yeah. I sense a dark, something akin to sorcery. I wish to find out more about it. But as we see, this place is in ruin. Just what happened? Sorcery, some. But okay, Er sagt halt momentan immer nur dasselbe. Zauber erhöht magische Abwehr, verkürzt Zauberzeit. Okay. Skeptiker-Gewürz, das ist immer sehr gut. Ich appreciate das. Seelensperrfeuer. Kann ich nutzen. Was ist Sehnsucht? Was tut das? Erschafft eine warme, seelenähnliche Kugel, die als Köder dient, um Gegner an sich zu locken. Menschen vertrauen Verlust. Betrauen Verlust und sehnen sich nach dem, was sie nicht haben. Möglicherweise spielt der Name dieses Zaubers auf diese Ironie hin. Okay. Schockwelle. Holt euch keinen Schaden, sondern entfesselt eine große Schockwelle, die Gegner umstößt. Das brauchen wir nicht. Zauber, die keinen Schaden machen, sind keine Zauber. Großer, schwerer Seelenpfeil. Den kann ich auch wirken. Mist, ich kann keine normalen Sehnenpfeile mehr kaufen. No. Young people, do. No. 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 Ja. Ja. Young people. Don't nehmen sie. Okay, stimmt, die kann ich noch nicht. Sehenspeer 40 von 2. Sehensperrfeuer, holy shit. Komm, jetzt nehme ich rein statt dem Magiedings. Piu, 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 piu. Nice. Zaubereinstimmung. Was könnte ich noch reinnehmen? Großer Seelenpfeil. Schwerer Seelenpfeil. Die Stärke wird durch die Intelligenz des Zauberns beeinflusst. Gegen körperliche Angriffe effektiven Schaden. Vernichten den mächtigen Seelenpfeil ab. Nehme ich. Nicht ganz einfach in der Handhabung, aber sehr mächtig. Nur sehr erfahrene Zauberer können mit diesen Pfeilen umgehen. Schwerer Seelenpfeil schießt einen noch mächtigeren Seelenpfeil ab. Ich bleib beim schweren Seelenpfeil erstmal. Weiß nicht, ob ich bei der finsteren Kugel bleibe. Glea, der Vater der Hexerei, hat diese Hexerei aus einer alten Zauberei entwickelt, feuert einen schweren Finsterniskugel ab. Hexereinutzender Wold rüstet eine heilige Glocke oder einen Stab aus und stimmt eine Hexerei an einem Leuchtfeuer ein. Das hängt von der Hexerei ab. Stab. Finsterer Hagel. Was, den kann ich auch benutzen? Ach, weil es zwei Slots braucht. Okay, okay, okay. Seelenregen. Das ist Reparatur, ach so. Und ich stelle die Waffen und Ausrüstung reparieren. Ich stelle diese Zauber, die das vergangene Zustand eines Gegenstands wieder her.
Das Wissen um diese Kunst verloren ist, sind das Details, Phänomene unbekannt. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es mal. Nehmen dafür lieber die Finsterniskugel. Weil die ist noch. Kann ein bisschen hilfreicher sein.